Teil, zum Teil 4 meines Selbstversuches, ich beantrage meine Emirates-ID als Investor, hier als Kleininvestor, um massiv Kohle zu sparen. Ja, ich bin jetzt also aus dem Land Department raus und 2-3 Tage später habe ich eine E-Mail bekommen mit einer schönen Übersicht, wo ich jetzt stehe. Diese Übersicht bekommst du immer wieder nach jedem Schritt, den du vollzogen hast, und du bekommst auch eine E-Mail mit einer Aufforderung, was du jetzt tun sollst. So sieht das Ganze aus. Weil ich ein bisschen eilig habe, habe ich eine freundliche E-Mail geschickt mit der Bitte, was kann ich tun, kann ich was extra zahlen, um den Prozess zu beschleunigen, und als Antwort hat man mich auf den VIP-Service gestellt, ohne dass es auch nur einen Cent mehr gekostet hat. Kurz darauf habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich jetzt zum Medical Test gehen muss. Ich also die Adresse rausgesucht, bin dort mit dem Auto hingefahren, war beim Medical Test, das Ganze hat so 15 Minuten gedauert, eine Röntgenaufnahme und eine Blutabnahme, und ja, was war das? Einen Tag später erhielt ich folgende Übersicht und darauf stand, ich bin fit. Yippie-ai-yay. Jetzt also zum nächsten Schritt, meine Fingerabdruckabnahme.